Hallo, ich bin Christian. Schön, dass ihr wieder bei mir seid. Heute gibt es eine Pfanne, eine marokkanische Hackbällchenpfanne vom Byron. Wir haben wunderbares Wetter, da bietet sich das Kochen draußen förmlich an. Wollt ihr sehen, wie ich es gemacht habe? Ich zeig's euch. Ich verwende 500 Gramm Rinderhack. Wir brauchen zum Anbraten Olivenöl. Ich brauche 2 kleine Dosen Tomaten, wie immer Dosentomaten, wenn es gute sind, weil ich genau weiß, dass da der optimale Zeitpunkt erwischt worden ist, als sie gepflückt und verarbeitet worden sind. Ganz anders als bei frischen. Petersilie habe ich da klein gehackt und eingefroren waren sie, ganz einfach deshalb, weil ich die im Gefrierschrank hatte und die in meinem Hochbeet noch nicht so weit ist. Ich brauche weiterhin 3 Zwiebeln. Eine Zwiebel davon wird sehr fein gehackt. Für meine Verhältnisse sehr fein. Und die anderen beiden Zwiebeln werden in Halbringe geschnitten. Die können ruhig etwas gröber sein. Die fein gehackten Zwiebeln kommen hinterher mit ins Mett. Dann habe ich hier 2 Knoblauchzehen. Die werden fein gehackt. 3 Eier. Keine Angst, meine Kamera hat keinen Farbfehler. Das sind grüne Eier. Die kommen ja von einer Bauernschaft aus Waldrop. Gegebenenfalls brauche ich noch ein bisschen Wasser, falls das Gesamte nicht dünn genug ist. 2 Esslöffel Tomatenmark brauchen wir. Das Ganze würze ich mit Ras El Hanout, das ich mir selber anmische. Ihr kennt ja meine Vorliebe dafür, dass ich keine fertigen Gewürzmischungen nehme. Was kommt da rein? Als erstes 1 Esslöffel Ingwerpulver, einen halben Teelöffel Pfeffer, schwarzer Pfeffer, 1 Teelöffel Paprikapulver, süß oder hier wie ich es habe, marokkanisches. Dann 1 Teelöffel Kurkuma. 1 halben Teelöffel Muskatnuss. Was brauchen wir noch? 1 Viertel Teelöffel Kreuzkümmel. 1 Viertel Teelöffel Piment. Und 1 Teelöffel Koriandersamen, gemahlen. Und 1 Teelöffel Salz. Das Gesamte vermische ich, dann wird ein Teil davon benutzt für das Mischen oder das Würzen des Hacks. Ich würde sagen, ich lege jetzt erstmal los, bereite die Zwiebeln vor, den Knoblauch und dann sehen wir uns am Hack wieder. So, als erstes kommt unsere Gewürzmischung dran, Ras El Hanout. Alles einfach nur zusammenkippen. Die genauen Angaben findet ihr im Rezept. So, Kreuzkümmel, Piment und das Salz. Das Ganze wird jetzt einfach nur noch vermengt und dann haben wir unsere Gewürzmischung auch schon fertig. So, mein Ras El Hanout ist fertig, zur Seite damit und wir kommen zum Gehackten. Jetzt wird es wieder ganz einfach. Ich nehme meine Gewürzmischung, ein bisschen davon rüber, aber nicht alles. Ein bisschen was brauche ich noch für die Soße hinterher. Die Hälfte vom Knoblauch. Na komm, so in etwa. Und meine klein gehackte Zwiebel. Ich muss sagen, für meine Verhältnisse ist sie schon sehr fein gehackt. Das Gesamte wird durchgemengt, richtig schön verknetet und dann sehen wir uns gleich wieder. Was ich fast vergessen hätte, natürlich Petersilie. Auch ungefähr die Hälfte, der Rest kommt mit in die Soße hinterher. So sieht nun ein gut durchgearbeiteter Teig aus. Das geht am besten mit den Händen. Warum habe ich Handschuhe genommen? A, weil ich das besser finde, hygienischer finde und zum Zweiten, das ist aber eigentlich der Hauptgrund, ich versaue meine Kameraausrüstung nicht so sehr. Also, jetzt nehmen wir ein bisschen was von dem Gehackten, von dem Rinderhack und formen da kleine Kugeln raus. Ungefähr so in dieser Größe. Und das machen wir jetzt mit dem Rest und dann geht es auch gleich draußen schon weiter. Leute, ich liebe das Spiel mit dem Feuer. Wir haben das richtige passende Wetter dazu. Blauer Himmel, Ende Mai,
Nicht zu warm, nicht zu kalt. Da macht das Arbeiten mit der Feuertonne richtig Spaß. So, meine Pfanne kommt drauf. Schön mittig. Bisschen Olivenöl. Und heiß werden lassen. So, als erstes braten wir die Fleischbällchen an. Von allen Seiten so ein bisschen. Das riecht jetzt schon Wahnsinn. Richtig geil. So, ihr merkt, hier bringt richtig was an Hitze der Pfeilen. Das ist noch keine 2 Minuten drauf. Da muss man aufpassen, dass es nicht anbrennt. Alter Schwede, und wie das duftet. Das Gewürz, das ist einfach irre. So, ich denke, das reicht zum Anbraten. Raus damit. Wieder zurück auf den Teller. So, jetzt werden die Zwiebeln angeschwitzt. Damit sie ein bisschen glasig werden. Knoblauch kommt auch schon mit hinzu. 2 Minuten weiter sieht es so aus. Er sieht klasse aus. Die Tomaten kommen dazu. Die zweite Dose. Die Fleischbällchen kommen wieder dazu. Petersilie, das verrühren wir gleich so ein bisschen. Das Gesamte ist mir nicht flüssig genug, noch ein bisschen Wasser. Alles schön vermengen. Und jetzt ungefähr so 10 Minuten köcheln lassen. Leute, sieht das geil aus. Hammer. Noch ein bisschen Wasser. Und jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Das Tomatenmark wollte ich eigentlich vorher mit angeschwitzt haben. Habe ich vergessen. Macht es besser als ich. Ich rühre es jetzt nur noch mit unter. Scheiße. Egal. Was jetzt noch fehlt, ist ein bisschen Gewürz. Und jetzt kommen noch unsere grünen Eier dazu, oben drauf. Mal schauen, ob ich sie einigermaßen heile drauf kriege. Jo, so muss das sein. Einmal. Zweimal. Einmal. So soll das sein. So, die sollen jetzt stocken und wenn das soweit ist, ist das Essen auch fertig. So wie es aussieht, ist es fertig. Meine marokkanische Hackfleischpfanne, Hackbällchenpfanne vom Pyron. Das nehme ich jetzt mit ins Haus. Dazu gibt es einen frischen Salat vom Hochbeet mit dem Dressing meiner Oma und ein Fladenbrot. Also nichts Besonderes. Wie das Gesamte geschmeckt hat, erzähle ich euch gleich im Fazit. Aber erstmal essen wir es. Alter Schwede, was soll ich sagen? Es war richtig, richtig lecker. Auch wenn das Video ein wenig problematisch war. Ich glaube, ich habe seit Urzeiten nicht mehr so viel Versprecher gehabt, die ich wiederholen musste, damit es dann einigermaßen hinkam. Aber das tat dem Gericht keinen Abbruch. Es war eine runde Sache. Obwohl ich eigentlich das Tomatenmark an früherer Stelle zufügen wollte. Ich wollte es ein bisschen mit anrösten, damit ein bisschen mehr Süße rausgekitzelt worden wäre. Habe ich vergessen, schade, ist gelaufen. An eurer Stelle würde ich nach den Zwiebeln anbraten, glasig werden lassen,
würde ich das Tomatenmark hinzupacken und das noch ein bisschen mit anrösten. Wobei ich mir gar nicht mal sicher bin, ob ich bei der Fülle der Aromen das rausschmecken würde. Aber ich würde es trotzdem machen, um es auszuprobieren. Das Gesamte war eine runde Sache, eine richtig runde Sache. Die selbst gemischte, zusammengemixte Gewürzmischung Ras El Hanout war klasse. Ist auch aufgebraucht worden, sodass nichts übrig geblieben ist. Ich mag es eh lieber, wenn ich meine Gewürzmischung selber frisch zusammenmixe und nicht fertig kaufe. Aber das ist halt nun mal meine Einstellung. Da kann man auch andere Dinge oder anders, das kann man auch anders sehen. Wie auch immer, es war eine runde Sache, es war lecker, es war vor allen Dingen sehr schnell gemacht. Ich glaube, für den reinen Kochvorgang habe ich keine 20 Minuten gebraucht. Vorbereitung, wenn ich jetzt nicht das gesamte Equipment mit Videos und Videoleuchten dabei gehabt hätte, hätte ich auch nicht länger als eine Viertelstunde gebraucht. Also ein Essen, was sehr schnell geht. Und abgesehen nicht nur vom Schnellen, sondern auch noch sehr lecker war und preiswert. Und es hat richtig Spaß gemacht, mal wieder mit dem Pyron zu arbeiten. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert mich, euer Christian. Bis dahin, Glück auf!